So, Freunde der gepflegten Dorfromantik, herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem wunderschönen Farthest Frontier Let's Play. Wir sind ziemlich zum Ende der letzten Folge, glaube ich, bei Tier 2 angekommen. Oder waren wir schon früher da? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind wir auf Tier 2 angekommen. Nee, Quatsch, nicht zum Ende der letzten Folge, mitten in der letzten Folge. Ihr seht schon, ich bin verwirrt, weil die Aufnahmen nicht immer unbedingt direkt nacheinander stattfinden. Vielen Dank auf jeden Fall fürs fleißige Anschauen der aktuellen Staffel, auch wenn es noch nicht so viele Views sind. Werden es mit der Zeit mit Sicherheit noch mehr werden. Und wir starten heute mal wieder in ein großes Abenteuer und sehen zu, dass wir ein bisschen vorankommen. Unser Feld ist auch schon in einem richtig guten Zustand. Wir können mal kurz hier die Arbeiten wegnehmen und uns vielleicht gleich zu Beginn, bevor wir mit irgendeinem anderen Quatsch anfangen, mal kurz mit dem Thema Fruchtfolge, Fruchtbarkeit und dem ganzen Zeug auseinandersetzen. Gut, dann springen wir direkt mal rein. Hier haben wir das Feld. Aktuell habe ich hier Feldarbeiten drin. Die Feldarbeiten, mit den Dingern sollte man immer beginnen, um Unkraut und Felsbestand wegzubekommen. Das kann auch wieder steigen mit der Zeit. Das heißt, man muss hier immer so ein bisschen ein Auge drauf haben. Hier unten haben wir die Bodenmischung. Aktuell nicht ganz optimal. Wir könnten Sand hinzufügen. 20 Einheiten und den Boden ein bisschen verändern, sodass wir hier einen Bonus bekommen. Und dann haben wir schlussendlich hier oben den Bereich. Wir haben noch die Fruchtbarkeit natürlich. Die Fruchtbarkeit können wir einmal steigen, indem wir von unserer Kompostieranlage, wenn das Ding hier voll ist, entsprechend den Kompost hier drauf hauen. Das erhöht die Fruchtbarkeit. Und es gibt auch ein paar Pflanzen, die Fruchtbarkeit positiv beeinflussen, wie zum Beispiel die Bohnen. Ich kann jetzt mit der Maus nicht runterfahren, aber ganz unten rechts, das zweite von unten, da steht Auswirkung auf die Fruchtbarkeit. Ich hoffe, man kann es lesen. 1% wird die Fruchtbarkeit erhöht. Hier wird die auch um 1% erhöht. Die Bohnen und die Erbsen haben den großen Vorteil, dass wir hier auch noch Nahrung bekommen, während wir die Fruchtbarkeit erhöhen. Dann haben wir unten noch Klee. Klee erhöht die Fruchtbarkeit um 3%. Wirft allerdings keine Nahrung für uns ab. Das ist der große Nachteil, den das Zeug hier mit sich bringt. Und so hat hier jede Frucht unterschiedliche Auswirkungen. Zum Beispiel Getreide, was wir brauchen, um Brot unter anderem herzustellen oder unsere Tiere zu ernähren, hat eine Auswirkung von -6% auf die Fruchtbarkeit. Flachs -2%. Was haben wir hier noch? Roggen -5%. Salat oder Kohl -4%. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier eine halbwegs effektive Rotation aufsetzt, sodass man die Fruchtbarkeit nicht zu weit nach unten schraubt. Das kann Nachteile haben, weil dann ist natürlich der Ertrag auch geringer. Außerdem sollte man zum Beispiel jetzt nicht Bohnen vollhauen, weil dann gibt es Krankheiten auf den Feldern und der Ertrag kann auch sinken. Das heißt, man braucht eine Rotation. Am besten bietet es sich an, für mich, und das ist auch das, was ich so bisher gesehen habe, dass man irgendwie dazu kommt, dass man drei Felder hat und auf allen drei Feldern eine Art Rotation fährt. Zum Beispiel hier in dem, im ersten Jahr könnte man eine Runde Erbsen machen und danach dann Weizen. Das Jahr drauf könnte man beispielsweise einmal hier Field Maintenance und Klee machen und danach könnte man noch einmal Erbsen und noch was machen, sodass die Fruchtbarkeit sich so grob irgendwie im Zaun hält. Und so kann man da dann irgendwie durchrotieren und das Ganze vernünftig bearbeiten und auch entsprechend dann nutzen. Aber dann in den eigentlichen Akt des Feldbestellens gehen wir erst irgendwann in Zukunft ein. Wir haben aktuell, glaube ich, immer noch nicht so viele Arbeiter, nur 4 Arbeiter momentan zur Verfügung. Das wird uns das momentan leider nicht so wirklich leisten können. Und ich würde jetzt lieber erstmal hier drüben die Lehmmine aktivieren, damit wir am Ende des Tages da ein bisschen weiter vorankommen. Hier will auch unser erstes Haus aufsteigen, endlich. Die Attraktivität ist hier ja dann doch in den meisten Häusern jetzt schon hier in dem Kern bei 30% angekommen. Und dementsprechend kann das ganz gut von Vorteil sein, dass wir uns da jetzt mal drum kümmern. Wir haben auch 64 von 64 Einwohnern. Das heißt, wir bräuchten ganz dringend mal noch ein paar weitere Hütten. Und wir werden mal wieder angegriffen. Ach, unser Arbeitslager. Das ist aber nicht gut. Haben wir hier irgendwo einen, der da mal kurz ein bisschen helfen könnte? Nee. Arbeitercamp, die werden hier alle schön gefressen. Ah, da kommt der Jäger. Peres kommt zur Hilfe. Trifft er auch? Komm schon. Noch ein Schuss, komm. Und Messer, zack, weg ist er. Und Pelz und Fleisch für unsere Leute.
Können wir kurz gucken, ob hier vielleicht zufälligerweise sogar ein Wolfsbau ist. Ja, hier oben ist ein Wolfsbau. Das kann man ganz gut scouten. Ich weiß nicht, ob ich es in den ersten Folgen schon mal erklärt habe. Mit den Farmen, mit den Farmen, mit den Jägerhütten sieht man ja immer, welche Tiere verfügbar sind. Man sieht jetzt hier, könnten wir Fleisch bekommen durch Reh oder durch Wild und durch Fallenstellen. Hier oben haben wir dann noch Wildschweine. Und wenn sich die Wölfe hier grün verfärben, was sie hier machen, dann ist es und auch noch auf so eine deutliche Art und Weise ist das ein gutes Zeichen dafür, dass dort ein Wolfsbau ist. Das heißt, wir werden hier jetzt noch eine Jagdhütte hinsetzen und werden mal gucken, ob wir hier vielleicht den Wolfsbau loswerden am Ende des Tages. Gut, was haben wir denn jetzt hier mit den Häusern? Wir brauchen nämlich dringend mehr Wohnraum. So, hier haben wir welche. Dann können wir hier auf jeden Fall auch nochmal zwei Wohnhäuser hinsetzen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier schon wieder fünf weitere Häuser. Das heißt, wenn die aufgebaut sind, genug Kapazität für 20 weitere Einwohner. Wir erhöhen die auch mit der Geschwindigkeit vom Game wieder. Und wie sieht es hier hinten aus? Ah, guckt euch das an. Wunderbar. Unsere Lehmgrube arbeitet schon. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir. Ah, ne, das ist eine tiefe Sandmine. Mit der können wir nichts anfangen. Noch nicht jedenfalls. Okay, was sieht denn. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Schauen wir mal kurz nach. Wir haben jetzt hier Seife. Die wird auch fleißig schon hergestellt. Jetzt bekommen wir gleich zeitnah auch Lehm. Das heißt, wir könnten anfangen, die ersten etwas wichtigeren Gebäude aufzusetzen. Von dem Heilkundehaus lassen wir aktuell noch die Finger. Leere Fruchtfolge. Entschuldigung, nein. Da ist nicht leer. Wir könnten eine Schule aufbauen. Die kostet 150 Gold. Ist ein teures Unterfangen. Erhöht aber erstens deutlich die Attraktivität und sorgt dafür, dass unsere Dorfbewohner ein bisschen besser gebildet sind und effizienter arbeiten. Das heißt, es ist gar nicht mal eine schlechte Idee, würde ich behaupten. Hier haben wir auch schon 12 Einheiten Seife. Holen wir auch mal noch ein paar Körbe hier rein. Ich sag mal, so eine Handvoll Schuhe können wir auch reinholen. Ja, Honig können wir auch. Machen wir 44 Einheiten und haben wir ein paar Pelzmäntel da. Und ein paar Pelze. Holen wir das alles mal hier in die in unseren Handelsposten rein, damit wir vielleicht in naher Zukunft auch ein bisschen mehr Geld verdienen können. Da kommt auch gerade einer. Vielleicht haben wir Glück und können ihm ein bisschen was von unserem Zeug andrehen. Das wäre am Ende des Tages gar nicht so schlecht. So, hier haben wir einen Jäger. Ich überlege, ob wir hier noch ein Arbeitslager oder Arbeitscamp. Arbeitslager ist vielleicht das falsche Wort. Ein Arbeitscamp hinsetzen. Müssen wir gleich mal gucken, nachdem wir geschaut haben, was der Händler dabei hat. Ach, guckt euch das an. Der nimmt doch tatsächlich hier unsere Pelzmäntel, die gerade geliefert werden, für 21 Gold das Stück. Das heißt, damit werden wir richtig gutes Geld verdienen jetzt. So, kommen wir noch ein paar an. 21, wunderbar. 340 Gold, haben wir schon fast 500 Gold hier in unserem Handelsposten. Und was gibt's hier? Nichts, was wir aktuell wirklich brauchen. Die Dinger sind noch super weit weg. Das sind Relikte, falls ihr die noch nicht gesehen habt oder das Spiel selber aktuell nicht aktiv spielt. Vor einiger Zeit kam ja der Faktor Religion dazu mit dem Schrein und dem Tempel. Und in den Tempel können ein bzw. später zwei Relikte eingesetzt werden. Und die kann man unter anderem kaufen. Und dann hat man solche Boni wie hier. Flachs produziert 50% mehr Ertrag. Und damit kann man seine Industrie natürlich dann auch nochmal gehörig boosten. So, es wäre nice, wenn der vielleicht jetzt auch nicht. Oh, unser Dorf wird überfallen. Pause, Pause, Pause. Glocke läuten. So, jetzt hoffe ich, dass man uns nicht. Von wo kommen sie denn? Ah, von da unten. Ich glaube, die greifen unseren Handelsposten an und klauen unser Gold. Wenn das jetzt passiert, brauchen wir tatsächlich dann auch mal. Ah, die haben schon. Nee, die kriegen nichts. Die haben es nicht geschafft. Okay, aber das ist ein deutliches Zeichen, dass wir Mauern brauchen. In absehbarer Zukunft können wir das auch nochmal verkaufen und sind jetzt schon bei 700. Das ist echt gut. Wir brauchen, also ich hätte gerne 2000, nicht um das zu bezahlen, sondern um
mir Vieh zu kaufen. Die Kühe kosten nämlich gerne mal 500-600 Gold. Und dementsprechend würde ich das gerne machen. So, ich hätte jetzt gerne aber hier noch einen Stapelplatz, damit wir hier auch Lehm einfach reinschmeißen können. Und dann könnten wir hier ein Arbeitscamp hinsetzen und hier einfach alles wegholzen. Ich glaube, das machen wir auch. Ein Arbeitercamp. Super, soll das da mal hingebaut werden? Und das dürfte uns dann auch ein bisschen weiterhelfen. Und hier ist auch das nächste Haus schon fertig. Und wie ihr seht, bin ich immer relativ weit am Limit mit meinen Einwohnern. Das heißt, wir müssen da wirklich noch ein bisschen investieren. So, das passt. Lehm kommt auch. Oh, unser Rübenkeller ist voll. Eindeutiges Anzeichen, dass wir da nochmal einen weiteren brauchen. Komm her. Setzen wir den mal direkt daneben. Eigentlich, oh, 10 weitere. Wisst ihr was, die nehmen wir mit. Auch wenn wir jetzt hier kurz mal ein Problem mit Wohnraum haben. Ich denke mal, durch die neu zugewonnenen Arbeiter wird das hier jetzt auch alles viel schneller vonstatten gehen. Und dann können wir, glaube ich, wie weit geht denn der Marktplatz aktuell? Na, hier können wir noch ein, zwei Wohnhäuser vielleicht reinquetschen. Gucken wir mal. Na, wenigstens eins können wir hier. Ziehen wir die Straße mal hier lang. Und machen das so. Und dann können wir hier noch ein bisschen Verschönerung reinsetzen. Und jetzt guckt euch das an, wie schnell die Häuser hier fertig werden. Das heißt, unser Wohnraumproblem hat sich schon wieder in Luft aufgelöst. Sehr, sehr gut. Steine sind aktuell echt Mangelware. Wir müssen mal gucken. Die müssen wir, glaube ich, wirklich jetzt demnächst anfangen zu kaufen. Sonst sehe ich dann ein bisschen schwarz für uns. Ich markiere mal kurz die Steine, die wir hier haben, mit Prio. Das sind 100 oder sowas, 100 Einheiten. Damit kommen wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen weiter. So, für die Schule fehlt gar nicht mehr viel. Dann haben wir die gleich auch und dann werden unsere Dorfbewohner auf jeden Fall alle schon mal schlauer. Wie sieht es denn jetzt aus hier? Gut, die Seife wird jetzt nicht mehr in den Handelsposten gebracht. Ah, hier oben ist der Jäger schon mal am Start. Der soll ruhig mal hier oben jagen gehen. Kann auch ich machen, mal gucken, ob er die Wölfe kriegt. Und der hat keine Pfeile mehr. Wieso habe ich... Doch, ich habe noch 18 Pfeile. Was ist denn los? Ein Bogen, 18 Pfeile. Ist gar nicht so viel. Okay, aber hier arbeitet einer. Wo denn? Ach, hier oben war das ein Wildschwein. Tatsächlich. Okay. Interessant. Wie sieht es denn hier mit der Fruchtbarkeit jetzt aus? 69. Machen wir hier nochmal zweimal Klee. Und hier auch nochmal. Und jetzt geben wir mal ganz kurz, ich sag mal, zwei Bauern mehr aufs Feld. Dass wir vielleicht hier auch ein bisschen den Ertrag erhöhen können. Ich hätte die Fruchtbarkeit nämlich gerne auf ungefähr 80%, bevor wir dann anfangen, auch was anzubauen. Wobei wir auch noch nicht mit Getreide anfangen werden, weil wir die Mühle noch nicht bauen können. Für die brauchen wir nämlich, wie man hier sieht, bei den Kosten, das Ding ganz rechts neben dem Flachs sind schwere Werkzeuge und die müssen wir kaufen. Die kosten meistens auch so um die 250 Gold. Dementsprechend können wir uns da vielleicht noch nicht alles leisten. Aber wir haben hier Wachs. Das heißt, jetzt könnten wir unsere Kerzenfabrik, unsere Kerzenwerkstatt bauen. Werfen wir die mal hier hinten hin. So, 75 Planken und 30 hiervon. So, und hier haben wir auch schon die ersten Häuser geupgradet. Da sind sie schon. Der Vergleich, links daneben die Hütte und hier das Haus. Und für das nächste Upgrade brauchen wir jetzt schon eine Attraktivität von 65%. Ne? Also mal auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt nehmen wir mal kurz noch ein weiteres Gebäude direkt hier in Betrieb. Wo haben wir das hier schon irgendwo? Wo ist er? Wo ist die Töpferei? Da. Die Töpferei verursacht anscheinend keine... Nee. Die Töpferei packen wir hier mit in die Stadt rein. Warum nicht? Und dann brauchen wir einen Lehrer. So, nehmen wir sie. Haben wir auch sonst nichts zur Auswahl. Und dann können
unsere Leute auch schon unterrichtet werden. Wunder, wunder, prächtig. Der Stapelplatz hier ist auch gleich schon fertig. Oh, hier ist ein Bär. Nicht, dass gleich der nächste von uns gefressen wird. Wir könnten aber in der Tat, solange wir hier noch keine weitere Stadt hinbauen, hier noch eine Jagdhütte hinsetzen. Ich wüsste jedenfalls nicht, warum wir das nicht machen sollten. Aber wir haben echt viel Räucherfleisch und Räucherfisch. Das ist echt gut. Was fehlt hier? Oh, unser Händler ist gestorben anscheinend. Oder auf jeden Fall hat er sich vom Acker gemacht, wie man es nehmen will. Man kann übrigens beim Komposthaufen, das ist ein Update, das gab es in der Vergangenheit, einstellen, dass die automatische Kompostierung stattfindet. Das heißt, wenn das Ding hier voll ist und das auf die Felder verteilen kann, nimmt er automatisch das Feld mit der niedrigsten Fruchtbarkeit oder mit der höchsten oder macht es aus und macht es manuell. Ich finde es eigentlich ganz praktisch, das auf niedrigste stehen zu lassen und das automatisch laufen zu lassen. Das nimmt einen so ein bisschen den Druck, dass man da immer drauf achten muss, weil da taucht nachher ein Symbol drüber auf. Und das übersieht man dann gerne auch mal. Okay. 20 Wohneinheiten haben wir noch Puffer. So, aber wir bräuchten jetzt wirklich mal ein bisschen mehr Bein. Wäre jedenfalls eine ganz nette Geschichte. Das können wir auch noch abbauen. So, der Jäger ist hier auch fertig. Dann können wir vielleicht auch den Bär hier so ein bisschen im Zaun halten. Das wäre ganz nice. Wenn der uns nicht direkt abmurkst. Ah, ist er das schon? Ist das der Bär? Ach, kommt. Da kommt ein Jäger, aber der hat... Ah, der verliert. Der verliert. Du schaffst es, komm. Du wurdest doch gerade erst eingestellt. Stirb nicht. Und der nächste rennt weg. Okay, lassen wir den mal machen. Lassen wir den mal machen. Beziehungsweise wir können auch... Zack, bringt ihn um. Bringt ihn um. Na, einen haben wir verloren. Sei es drum. Und einer ist schwer verletzt. Okay, das war eine schlechte Idee. Jetzt haben wir einen Toten und einen, der hier verkrüppelt am Boden liegt. Hätte ich mal weglaufen lassen. Jetzt bräuchten wir eine Heilerhütte, die wir uns aktuell nicht leisten können. Tada, würde ich sagen. Und da stirbt er auch schon, man sieht's schon. Gleich ist das Ding gegessen und dann haben wir hier zwei oder drei mehr auf dem Friedhof liegen. Ah, da ist einer krank, okay. Hier wird gebaut, Kerzenwerkstatt. Und wie steht's mit unserer Töpferei? Okay, die braucht auch noch. Da kommt aber wieder ein Händler an, der uns vielleicht ein paar Sachen hier lässt. Ah, wir haben keine Bretter und kein Stein, ne? Wunderbar. Wie viele Arbeiter haben wir denn aktuell? Nur noch 5. Ah. So wird das aber nichts. 72% Fruchtbarkeit haben wir schon. Ich denke mal, 72. Wie viel Prozent macht das? 2, ne? Ne, 3. Okay, das heißt, wir kommen mit dem Ding dann auf 75, 78, 81. Und hoffentlich hat er jetzt Steine dabei. Nee, keine Steine. Und er will auch nichts von uns haben. Naja, was soll man machen? Müssen wir noch ein bisschen warten, bis es da entsprechend weitergeht. Wir könnten... Ah, hier ist Wasser. Da könnten wir aber trotzdem mal ans Ufer scouten, um mal zu sehen, was da noch alles ist. Und wo wir dann quasi unsere neue Hauptstadt hinbauen oder unsere größere Ortschaft, müssen wir mal gucken. Oh, da ist ein Bär. Da sollten wir keinen hinschicken. Ah, 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 ah. Jetzt nicht scouten, bitte. Der ist schon ein bisschen nervig, der Bär. Aber das lassen wir uns nicht gefallen. Da bauen wir eine Verteidigungsanlage hin. Die können wir ja, die Gebäude können wir ja zum Glück alle auch irgendwie verschieben. Das heißt, wir müssen da jetzt auch nicht so hundertprozentig endgültig planen, sondern wir können abgesehen von dem Friedhof am Ende des Tages alles auch mal nochmal an einer anderen Ort und Stelle niederlassen. Dekoration. Was haben wir denn hier? So, hier setzen wir mal zwei Parks hin. Die sind zwar teuer mit 150,
Also 300 Gold brauchen wir da jetzt, aber das trägt natürlich dann auch gehörig zur Attraktivität unserer Ortschaft bei. So, Essen ist nach wie vor kein Problem. Hier ist der Turm noch in Bau, Lehm läuft schon. Und auf unserem Stapelplatz werden auch schon fleißig... Ah, hier sind auch die Leute schon am ordentlich arbeiten. Wenn man übrigens das Ding hier upgradet, das Arbeitercamp, was ich aktuell nicht kann, weil ich die Voraussetzung mit dem Material nicht erfülle, dann pflanzen die auch neue Bäume. Und man muss diesen Radius nicht immer verschieben. Ich glaube, hier drüben dürfte man es schon ein bisschen deutlicher sehen. Nee, doch nicht. Ich dachte, hier sieht man schon deutlicher. Doch, hier oben ist schon alles weggeholzt. Sieht man schon ein bisschen deutlicher. Das kann man dann ein bisschen, dem kann man ein bisschen entgegenwirken, indem man die Dinger upgradet am Ende des Tages. So, die Töpferei legt jetzt auch los, das ist gut, weil durch Töpferei und durch Kerzen und durch Seife, die wir dann hier auch anbieten können auf dem Marktplatz, steigen natürlich auch unsere Steuereinnahmen, die wir haben. Und damit können wir dann auch am Ende des Tages einfach wesentlich mehr finanzieren. Okay, der Jäger ist schon mal gut. Der fängt die Wölfe ab, die sich hier in die Gegend wagen. Oh, zwei Arbeiter noch frei. Das ist echt wenig. Gehen wir mal auf einen Töpfer runter. Aber sonst haben wir auch wirklich nicht viel. Ah, wir könnten das Arbeitercamp da drüben auch auflösen. Erstmal und nicht arbeiten lassen. Würde ich eigentlich ungerne machen. Ja, das heißt, wir sind momentan mal wieder in so einer kleinen Periode der Arbeitskräfteknappheit. 75% Fruchtbarkeit, das ist echt gut. Ich überlege, ob wir hier gleich schon das nächste Feld hinsetzen. Auch wenn die Fruchtbarkeit hier nicht gänzlich optimal ist. Aber hier soll ja eine Ortschaft hin. Wahrscheinlich. Doch, das könnten wir machen. Nahrungsmittel. Zack, setzen wir es hier hin und machen mal den Bau aus, kurz, dass da noch nicht irgendwie unsere Arbeitskraft drauf verschwindet wird. Oh, der Jäger, schafft er beide? Ja, natürlich. Sehr schön. Was ist hier los? Der ist immer noch krank, ne? Ja. So, Seife füllt sich unser Lagerbestand auf, bei Kerzen irgendwie noch nicht, aber ach, die wären auch noch gar nicht gut an. Da fehlt noch Lehm und noch Planken, bevor das anfängt. Und danach dann Arbeitskräfte. Oh, und wir haben nur noch einen Bauer. Das heißt, anscheinend sind vorhin zwei von unseren Bauern gestorben. Wunderbar. Ich weiß, ich habe nur wenige Arbeiter und ich habe nur wenige Bauhandwerker. Aber ist jetzt auch nicht so, als könnte ich mich damit totwerfen, ne? So. Sandgrube. Perfekt, das ist keine endlose. Das heißt, wir könnten uns auch hier Sand holen. Und die Fruchtbarkeit unseres Feldes ein bisschen steigern. Wisst ihr was, wir haben zwar nur einen Bauer, aber ab der nächsten Saison fangen wir hier mal an und machen einmal Erbsen und Bohnen. Wir fangen mit Erbsen an, weil die höhere Frosttoleranz haben. Also die passen ganz gut an Anfang des Jahres. Und dann nehmen wir die Bohnen, weil die haben eine recht gute Hitzetoleranz und dürften den Sommer dann ganz gut überleben. Okay, wunderbar. Hier kommen immer mehr upgradete Häuser dazu. Wir haben inzwischen schon, oh, sage und schreibe drei. Fehlt also doch noch einiges. Oh, und unsere Kerzenwerkstatt ist fertig. Und irgendwo brennt's. Wo? Bin ich blöd? Ach, hier hinten ein Wohngebäude im Wald. Hat man gar nicht gesehen. Na gut, dass das nicht nach hinten losgegangen ist. Ah, und der erste ist hier sogar schon fertig, sehe ich gerade. Das heißt, die Attraktivität schießt ja auch nach oben. Wir sind ja schon bei 50 bei den ersten fast. Und die dürften hier auch alle über 30 rübergehen, sobald wir den zweiten hier auch fertig haben. Und dann gucken wir, ob wir das hier nicht bis 60 hochpushen können. Wir können ja auch noch einen Schrein bestimmt irgendwo hinsetzen.
Für die Religion. Wie teuer ist denn das Ding? 150 auch, ne? Ne, 50 nur. Ja, okay, aber der boostet auch ganz schön. Ah, hier ist er relativ weit weg, ne? Na, müssen wir mal gucken, wo wir den... Oh, passt der da rein? Habe ich hier genug Platz? Ah, ich habe hier genug Platz gelassen. Ich hab's auch echt drauf. Aber wir haben echt wenig Steine momentan. Ich möchte das eigentlich ungern... Ach, wisst ihr was? Wir setzen ihn hier rein. Wir brauchen ja sowieso von allem irgendwie noch wesentlich mehr. Das heißt, wir setzen hier auch schon mal die zwei Sachen rein. Kostet zwar alles super viel Geld, aber mit der Zeit kommt das alles schon rein. Zwei Arbeiter haben wir noch übrig. Das ist echt wenig. Und wir haben auch nicht wirklich viel, die wir momentan abziehen können. Wir könnten natürlich die Lehmgrube hier hinten gleich mal einstellen, wenn wir ein bisschen einen Plus haben, weil so viel braucht der Töpfer jetzt gar nicht. So, Essen passt noch. Hoffentlich gucken wir mal in die Statistik ein. Na, aber guckt euch an, der Verbrauch steigt auch deutlich. Wir sind ja immerhin auch schon fast bei 90 Einwohnern. Okay. Kommt hier, wo werden wir angegriffen? Ah, der Jäger wieder hier hinten. Da ist der Wolfsbau übrigens. Aber wenn man drauf geht, sieht man dann auch in Teilen die Wölfe, die dazugehören, die rumlaufen. Hier waren gerade noch zwei. Interessant. Und wenn das Ding grau ist, heißt das, man hat alle aktuell aktiven Wölfe getötet und kann den Wolfsbau dann auch einfach zerstören und sich dieser nervigen Angelegenheit irgendwie entledigen. Was wir jetzt gerade mal richtig gut gebrauchen könnten, wäre die Mitteilung, dass wir, keine Ahnung, 38 Einwanderer begrüßen können. Aber ich glaube, dass wir wirklich hier noch ein neues Stadtzentrum hinsetzen werden. Was haben wir hier? Eisenerz? Okay. Aber ich glaube, dass wir hier einen Marktplatz nochmal hinschmeißen. Könnten wir machen. Die Lehmgrube hat, ja, 3500, die hat schon noch einiges. Ja. Kein Gold, kein Stein, kein Holz. Eieieiei. Vielleicht kommt ja gleich mal ein Händler, der ein bisschen was von uns haben will. Wäre auf jeden Fall ganz nice, wenn wir da ein bisschen Plus machen. Oh, 24 Seife. Wisst ihr was, davon können wir aber ein paar. Oh, wir haben schon 37 hier drin. Ach du meine Güte. Nochmal ein paar Körbe vielleicht. Haben wir hier sonst irgendwas, was wir noch verkaufen können? Nee, aktuell nicht wirklich. Hier haben wir Kohle und da oben haben wir Eisen. Das ist echt gut. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal zwei gute Minenspots, damit wir auf... Oh, da kommt ein Händler. Wunderbar. Den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und dann machen wir noch ein paar Minuten weiter und dann ist es das auch schon wieder mit der... Hoppla. Sorry, Sound war aus dem rausgetappt. Und dann war es das auch schon mit der heutigen Folge wieder. Und ich hoffe, dass wir dann in der nächsten... Ah, wir könnten natürlich Geld... Ich drifte schon wieder ab. Wir könnten natürlich von den 700 Gold auch 300 hier rausholen und die Dinger hier fertigstellen. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass unser Kollege hier Steine dabei hat. Er kauft auf jeden Fall schon... Ah nein, guckt sich das an. Er will Steine kaufen und nicht verkaufen. Keine Hilfe. Keine Hilfe. Und wir haben auch nichts, was wir ihm irgendwie anbieten können. Schade. So. Haben wir denn irgendwo... Wir könnten hier auch noch eine Fischerhütte hinsetzen. Da ist ein Fischschwarm wieder. Fahren wir das mal hier hin. Und bereiten hier mal so ein bisschen was vor. So, ein bisschen Material zum Investieren haben wir ja noch. Ich möchte nämlich, bevor ich mein Dorfzentrum umsetze, möchte ich hier mal, ich sag mal, die Grundlage für einen vernünftigen Verteidigungs 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, die Grundlage für eine entsprechende Verteidigungsanlage setzen.
Und jetzt schauen wir. Ah, guckt, jetzt seht ihr übrigens. Feldfrüchte durch Fäulnisfall. Und nee, das nicht. Ich dachte, ich hätte hier eine Krankheit auf meinem Feld, aber hatten wir nicht. Der hat auch keine Steine dabei. Der will die auch haben. Aber er bezahlt richtig gutes Geld für unsere Seife. Jetzt bräuchten wir nur noch einen, der uns auch Steine verkauft. Aber, ne. Keine Lust. Aber jetzt können wir ruhig mal... Na, eigentlich ist das Schwachsinn, Holzgeld rüberzuschieben. Wir können ja auch nichts fertigstellen, weil wir keine Steine hier haben. Aber wisst ihr was? Wir schieben trotzdem mal 300 rüber ins Dorf. Dann sind die Baustellen hier wenigstens schneller fertig. Irgendwo ist gerade wieder was am Brennen. So, hier bauen wir das jetzt fertig. Und der Grund dafür ist, dass ich hier gleich am Ende des Tages gerne mein Stadtzentrum reinsetzen würde. Dann auch entsprechend geschützt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da machen wir wieder eine Tür dran. Hier. So, und jetzt ziehen wir hier auch eine Straße durch. Und entsprechend hier hoch. Und dann haben wir hier schöne Karrees, wo wir am Ende des Tages dann unsere wertvollsten Gebäude reinsetzen können. Wie eine Schatzkammer zum Beispiel. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ziehen wir das hier durch. Und setzen da oben auch nochmal ein Türchen rein. So, ich weiß, die haben zwar alle aktuell noch super viel zu tun, aber ich würde hier wenigstens mal so ein paar Grundlagen schaffen, dass wir auf lange Sicht auch erfolgreich sein können. Und besonders die Banditenattacken werden irgendwann auch wesentlich, wesentlich stärker werden. Also da kann man sich jetzt aktuell auch nicht drauf ausruhen, dass wir dann nicht so viele Probleme haben. Ja, unsere Einnahmen steigen, aber auch unsere Ausgaben. Dorf hat nur wenige Arbeiter. Was haben wir denn aktuell? Einen nur noch. Ach du meine Güte. Was haben wir denn hier? Habe ich irgendwas, auf was ich verzichten kann? Der Fäkaliensammler. Also auf den können wir nicht verzichten. Ba, 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 ba. Nee, ich sehe hier aktuell nichts, was ich irgendwie gerne deaktivieren wollen würde. Nee, lassen wir's laufen und hoffen, dass wir irgendwann auch wieder genug Personen haben, dass wir den Rest hier voll machen können. Aber ich glaube, für heute lassen wir es dann erstmal bei Episode 3 bleiben, mit einem schönen Feuer im Hintergrund. Vielen Dank, dass ihr wieder so fleißig reingeschaltet habt. Und ich hoffe, dass euch die Folge auch wieder Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, dass wir uns zu Folge 4 dann nochmal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute und freue mich auf euch. Ciao.